Okay, na dann würde ich jetzt mal wieder durch das Portal gehen. Wenn er jetzt hier losmarschiert. Marschiert er zur Insel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er jetzt einfach nur einen Spaziergang macht, weil er sagt, oh, ich bin 10.000 Jahre, bin ich hier festgefahren und jetzt muss ich erstmal eine Runde laufen. Mal Beine vertreten. Genau. Okay. So, jetzt ist die große Frage, wie kommst du hier raus? So, da bin ich mal gespannt. Oh, Jump'n'Run, Jump'n'Run. Okay, oh, okay, alles klar, komm raus. Nicht schlecht. Ja, scheiße, läuft der jetzt Richtung Leuchtturm? Wo ist das? Man hat das Ding noch von hier gesehen. Ja. War zwar super weit weg, aber ja. Dann lass uns mal kurz gucken. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwo. Möwe. Das ist schön, hat sich auch schön refreshed quasi. Hier hinten war. Da! Da ist er. Läuft der oder steht der? Was, bewegt er sich wirklich? Nö, nee, da, ich sehe gerade noch, dass der sich gerade. Hab da gerade noch das Wasser aufspritzen sehen. Ja? Ich will jetzt nicht auf dem Leuchtturm laufen, irgendwie nur um mir das anzukicken. Ja, der aber, bewegt sich, guck mal. Er bewegt sich. Der wankt so schön hin und her. Mann, warum kommen wir denn da nicht durch? Tell me. Weiß ich nicht. Ist er. I don't know. Mal auf das Ding! Nichts passiert. Was? Drückst du denn eigentlich, wenn du das einsetzt, drückst du ja einmal? Ja. Drückst du dann nochmal ein zweites Mal? Nee. Nee, okay. Also dann kommt dieses Nichts passiert, kommt automatisch dann. Genau, richtig. Ich hatte gerade überlegt, ob man eben halt einfach nochmal so eine zweite Scheibe finden muss, um beide gleichzeitig zu setzen. Oh, mir drücken bringt auch nichts. Oh, warte mal. Okay. Alles klar. Okay. Mussten wir jetzt erst den befreien, damit der aufging? Also. Ja, beim ersten Mal stand ja auch da nichts passiert. Also, ich gehe voll aus, wir mussten ihn zuerst befreien. Ich erinnere mich an meinen Vater, über diese Insel zu sprechen. Er beschreibt es in einer Weise, die den Listener schreckt. Er sprach von schwarzen Butterflies, Corpse-Candles und broken Kompasses. Nice, ey. Oh, schau mal. Eine Flasche. Eine weitere Nachricht für uns. A5. There was a man aboard named Alan who went missing after we shipwrecked. One night, we found him walking alone across the beach. As we approached him, to our surprise, we saw that he had this fixed expression on his face, as if he had seen something horrifying. His hands and arms were paralyzed in a position like if he was protecting himself from something. We tried to ask him questions, but he didn't reply. Now he's sitting by the shore, singing songs to the rocks about reflections in the sea. I wonder what he saw. Oh, guck mal, Benny. Oh! Ein Zahn! Cool. Ein Zahn. Oh, den nehmen wir sogar mit. Okay, geil. Oh, guck mal, da ist er schon ziemlich nah gekommen. Aber wo läuft er hin? Läuft er einfach auf die Insel rum? Läuft er auf die Insel zu? Was macht der? Ja. Können wir uns ein Rührei machen? Nein, können wir nicht. Okay, da vorne. Ein Hai. Vielleicht finden wir da nochmal einen anderen Zahn. Sonst noch eine Flasche. Was passiert hier? Warum fängt die Musik so an? Die wechselt halt immer. Es kommt halt immer dieses ruhige Thema. Feels like it's maintained. Dann wird's schlimmer. Untouched by time. The wind and the waves pause for a minute to rest. The calm before the storm. I'm sending this message as a cry for help. May the waves of the sea be kind. The pollen and I are castaways trying to find where this island is on the map.
This doesn't make any sense. The sun is setting in the east, and the fog won't allow us to see through the scope that far. The odds are against us. There's something strange about Apollon. He keeps going on about how he's reliving this moment. I noticed how much he scratches the back of his head. It's gotten to the point where his hair is beginning to fall out. If you are reading this, we need your help. Ja, ist schon krass, wenn die Leute halt wirklich echt nicht mehr aus eigener Hilfe irgendwie hier weg können, ne? Sondern wirklich darauf angewiesen sind, irgendwie gerettet zu werden. Das muss schlimm sein. Ach, ein schöner Hai. Ja, Billy zuckt bestimmt schon gerade wieder zusammen, weil er an seinen letzten Einsatz denkt von Death in the Water. Und ploppt jetzt mal kurz einen Link auf, wenn ihr Bock habt, zieht euch mal rein. Irgendwie wirklich ein mega geiles Let's Play von Benny. In einem Ozean voller Haie. Und er allein und nackt. Nur bewaffnet mit einer kleinen Putzelharpune. Großartig Let's Play. Zieht euch rein, Leute. Okay, gut, wir schauen mal weiter. Da geht's hoch. Wie kommt man hier drunter zum Leuchtturm? But how? Oder? Nee. Das kommt nicht weiter. Und kommt nicht weiter. Oh, vielleicht kommen wir jetzt hier zu dem Boot, wo wir den Typen gesehen haben. Aber meinst du denn so quasi außenrum? So ein bisschen? Ja. Genau. Also hier schön Reusenfischerei hier am Start. Mhm. Finden wir hier noch irgendwas? Wenn ihr, falls ihr irgendwann siehst, rufe bitte. Ja. Also bis jetzt ist... Schön. Schön gesehen. Schön. Ich habe nur die Flasche noch gesehen, die da links ist. Oh, die hab ich jetzt mir ja nicht gesehen. Achso, okay. Ich dachte, die kommt jetzt gleich noch. Ich kann barely describe what I have witnessed today. That old fool Alex suddenly went insane. He started stuffing his mouth with rocks. And kept doing so until his cheeks were completely torn. We had to tie him down. If you're reading this, send help. There's definitely something wrong with this guy. Scheiße. Ja, wenn langsam alle vom Wahnsinn ergriffen werden. Steine essen. Steine essen ist schon hart. Alter. Verzweifelt musst du sein, um Steine zu essen. A small whale. I recognize this boat. It was made by an artist to represent our greatest catch. How did it end up here? This was meant to be completed by the end of December. It's still September. Okay. Also jetzt ist ja das andere Medaillon wahrscheinlich gefunden hier für die andere Figur, ne? Für den anderen Durchgang, ja. Despite his fear about the island, he would often come here fishing some very colorful fish. I remember finding myself quite disturbed as I watched him stuff his mouth with their raw meat. Yay. It's happening. Every man for himself. They all started losing their minds, like what happened to Thanos. He ate his own fingers and cut his eyelids. He was screaming something about being ready to receive the gift of the Watcher. I've lost track of time. I don't know what the date is anymore, nor the hour. The sun isn't moving. Why is the sun not moving? If you're reading this, then I hope you end up here too. Danke. Schön, ja. Das ist doch aber auch Teamplayer des Jahres. Also, was ist das hier? Da ist noch eine Figur. What? Was? Wie? Okay. Das ist ein jahrelanger Tontipp. Können wir die nicht mitnehmen? Nee, wir können auch damit nicht interagieren. Nichts geht. Renn mal kurz hier hoch. Ja. Mal zu schauen, wo wir hier hinkommen. Alter. Oh. Alter, okay, alles klar, wir sind an dem
Meteoriten mit der Farbe aus dem All. Shit, Alter. Ey, Benny, gib dir auf jeden Fall erstmal die Bücher, die musst du jetzt mal lesen. Das ist quasi meine... Was? Ja, die alten Götter versuchen mit dir zu kommunizieren. Okay. Wir können jetzt hier nichts nehmen, ne? Wir können jetzt... Oder? Ja, der will schon. Ich nehme den mal mit. So Point-and-Click-Adventure der 90er-Logik. So einfach so Steckeboot ein. Gute Tasche einsteckt. Okay. So, ja, mich würde auch wirklich mal interessieren, Leute, wie gefällt euch das Spiel bis jetzt irgendwie? Also, greift diese Atmosphäre auch bei euch? Ja? Nein? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr das jetzt so findet. Also ich bin komplett gebannt. Benny, ich weiß nicht, wie ist es für dich irgendwie? Du bist ja heute mein Backseat-Gamer. Ja, dadurch, dass ich die Bücher nicht kenne, ist das ja für mich komplett neu. Also ich versuche jetzt gerade quasi der Geschichte logischerweise zu folgen, dass wir hier gestrandet sind und... Habe jetzt auch am Anfang gedacht, so von wegen, wo das dann erzählt wurde mit dem Kompass, dass die nicht funktionieren und dies, das und jenes. Er hat sehr irgendwie was Mystisches an sich wie das Bermuda-Dreieck, wo ja auch immer Schiffe irgendwie verschwinden, Flugzeuge verschwinden und allem drum und dran. Der Kompass ja da auch immer angeblich so verrückt spielt und sowas alles. Und vielleicht muss ich wirklich dann nochmal die Bücher lesen, einfach um da dann nochmal ein bisschen besser im Saft zu stehen. Aber so finde ich das Spiel, das Game an sich, super interessant, super nice. Okay. Ich würde unbedingt auf jeden Fall noch zum Boot, Junge. So, wir können aber erstmal die Haifischzähne reinschmeißen. So, ich bin der Meinung. Das war's. Waren ja auch, glaube ich, nur zwei Plätze, wa? Kann das sein? Ja. Und nun? Also, man muss dazu sagen, ich habe das Aufploppen der Archivmans irgendwie ausgeschaltet. Irgendwie, weil ich das immer ein bisschen störend finde beim Spielen. Es kann sein, dass das ein Achievement ist, irgendwie. Aber okay, ich wissen tue ich es jetzt auch nicht genau. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen zu dem anderen, zu der anderen Blockade. Ja. Und versuchen diese zu öffnen. Mit der zweiten Scheibe. Ja, das wird schon. Mal hier, jetzt kommt hier gleich, zack, und der fällt um. Oh. Nice. This place feels like it was always a part of me. As if it has taken a hold of me and won't let go. Another foot in the sand, but this time sink deeper beneath the shore. Wieso geht es hier ins Wasser hin? Können wir das überhaupt? Keine Ahnung. Ich guck mal erstmal kurz hier am Strand. Ja. Oder? Soll ich das probieren? Bis jetzt komme ich erstmal nicht weiter rein. Ja, nicht zu tief gehen, weißt du ja noch, bei dem einen Spiel, ne? Mit dem kleinen See. Dem kleinen da See. Da kam der Hai. Ah, ja. Oh, großartig. Das war ja auch... Blackberry. Liebe Leute, seid gespannt. Ich weiß nicht, ob es schon rausgekommen ist, wenn ihr das erzählt oder wenn es schon draußen ist, irgendwie ploppt oben was auf, irgendwie zieht es euch mal rein. Wenn es noch nicht rausgekommen ist, euch erwartet großartig. Oh ja. Okay, hier hinten war jetzt erstmal nischt. Wir gucken mal hier vorne. Day 30. Elliot is trying to put together the broken parts on a boat we found. If he manages to build it, then we might have a chance of escaping this place. We have to try at least. There's only three of us left now in our crew. We can't afford to waste any more time here. As if time exists in this place. I think I'm starting to lose my mind. I can hear my breath after a screeching sound pierces my ears. If you are reading this, then don't look for us. Drei Leute nur noch hingehen. Ich denke, es hat gar keiner von denen geschafft, aber man hofft's immer noch. Man hofft's für die.
Oh, da hinten ist ein Boot. Bin ich da hinten? Ich hab Boot. Ja, da will ich hin, da will ich hin. Das ist der sogenannte Place to be, ja? Ja, ja. So, hier hinten beginnen die Kerzen auch wieder. Ja, da frage ich mich auch immer von wegen, wer macht die wieder an? Ja, also, stimmt. Hm? Oh, guck mal, ein weiteres Foto. Oh, ein Papi. Hm. Hallo. Und, was haben wir hier? Ein Boot? Looking upon my daughter's toy gave me some sort of happiness. Yet I can't take my mind off the idea she's been taken by one of those creatures. Okay, also sie wurde uns entrissen von einer Kreatur. Die Frage ist das, wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Ist das bei dem Schiffsbruch passiert? Flasche. It's not my fault. A person has already died here. Jay spoke about a shadow whispering between the rocks. We can't stay on this island anymore. We have to leave now. Okay. Den ersten Satz hat er aber gar nicht vorgelesen. Da ging es nämlich um die Cave. Das ist der Fotoapparat. Also, ein ganz alter Fotoapparat. Solitude and peace is what a soul seeks after being free. Did they die in vain? It appears they were murdered. What a horrible way to find solitude. Okay. Was immer diese komische Figurine darstellen soll, sie sieht so aus, als ob sie verehrt wurde. Oh! Oh, okay. Oh, scheiße. Ja. Genau im richtigen Augenblick abgedrückt, ne? Und dann haben sie es alle gemacht. Mal kicken, ob das die Klamotten waren. Yep. Auch die erinnern mich so ein bisschen an The Forest. Das stimmt. Ja, ja. An The Forest. So, okay. Dann so. Lass uns doch mal auf das Boot. So auf hier. Zum Boot. Springen. Oh, wir können jetzt mit Space springen. Ui. Die Orca. Sehr gut. Okay. Möwe? Überall diese Möwen. Oh, Gruselpuppe ohne Arm. Aha. Tentakel. What is this? Okay. What? Da hinten, unsere Tochter. Als ob. Sie wird es nicht sein, aber es war unsere Tochter. Ja, Ellie. Okay, dann lass uns da mal gucken. Das ist unsere Tochter. Ellie! Oh, fuck, Alter, die haben sie echt alle gemacht. Oh. Achso, die Statue haben wir jetzt gar nicht mitgenommen, ne? Nee, wir können sie nicht mitnehmen. Also, das ist halt... Hello? Ah, da haben wir doch jetzt was für einsetzen müssen bestimmt, oder? Hier diese Schmetterlingsform. Was sind das denn? Das haben die Schnäbel? Okay. Was passiert? Hm. Was ist das? Ja, keine Ahnung. Ja. Sieht aus wie so ein schwarzes Herz, oder? Was? I'll do anything. Anything to see her face again. Hä? Das ist nie gut, sowas zu sagen. Nee, sehr unheilsschwanger. Ich geh mal durch. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das denn?
Okay. Das ist ja mal ein ekelhaft. Das ist ja mal ein ekelhafter Scheiß. Okay. Alter. Oh. Das ist immer so, das ist immer so richtig Cloverfield irgendwie. Oder halt noch besser hier, der Nebel. Stimmt. Ja. Krass. Sag mal, ist das vor uns ein Wal? Ja. Ein Toter? Ist mal immer richtig abgebissen worden. Okay. Hier hat mal einer. Hey. Was ist denn das? Ja, mach mal. Mach mal weiter, dein Ding da. Was? Der bewegt sich. Nee. Was ist er denn? Er kann die Rente! Sprinte! Ha! Benni! Ja, das, der Fischmensch! Oh! Wir kriegen Schaden. Weiter! Lass mich! Was? Wo ist er denn jetzt hängen geblieben? Hallo? Oh, zerquetscht worden. Ah, okay. Das finde ich okay. Das finde ich nicht okay. Oh, Scheiße. Ach, das ist viel so übel da hinten, Alter. Überleg mal, wie groß das sein muss. Ich hoffe jetzt nicht, dass der böse auf uns ist, weil da die Steine runtergefallen sind. My crew and I took refuge in the tunnel. We can't remember how we ended up here. There is only a small glimpse of a vast dark memory that is accompanied by a whisper. What matters most is staying alive. We're few in number, but it matters not. Once there was a Greek warrior named Leonidas. He and 300 of his men held off an army of 1,000,000. Ja, kennt man. Oh, Scheiße. Man stellt sich doch mal bitte die Dimensionen von diesem Vieh vor. Wisst ihr, wie weit das weg ist? Ja, das ist. Der ist ordentlich groß. Gott. Da ist der Wal. Da unten liegt noch eine Leiche. Wer da? Da, genau. Oder halt ein Anzug. Nein. Geil, wir können schwimmen gehen. Nice. Okay. Ab geht's mit dem Taucheranzug. Okay, na dann. Jawohl! Get into the water! And now, through the depths, you will find your destiny. Okay, krass. Und wir haben unendlich Luft, oder wie ist es? Anscheinend. Problem, was ich eher sehe, ist, wenn wir hier drinnen angegriffen werden. Ich gehe mal davon aus, du kannst hier nicht sprinten. Ich sprinte schon. Ah! Okay, sieht man. So, das Ding ist halt wirklich tatsächlich. Hier kannst du ja 1000 Sachen übersehen. Also, Koffi, hier ist jetzt nicht, was du finden musst. Irgendwie noch zusätzlich. Na, ich hätte jetzt so verstanden, dass er jetzt nur sagt, hier geh in die Tiefe, um dein Schicksal zu erfüllen und... Oh. Na gut. Hast du den gesehen? Ja, ich hab da so einen Schatten gesehen. Alter, ist schon ein bisschen Bermuda-Dreiecksmäßig hier, aber guck mal, wie viele Schiffe hier liegen, ey. Tja... Krass. Oh, fuck. Oh Gott, da vorne ist ja irgend so ein Artefakt, Symbol, irgendwas. Mit einem Kreis drin. Oh mein Gott, es ist ein Kreis! Okay, what should we do? Können wir hier irgendwas machen? Ach du.
Ja. Ah, okay. Okay. Puzzle! Puzzle, Puzzle. Ach, das obere ist ach, der feste? Alle, du kannst alle zwei Dinger kannst du drehen. Ah. Na gut, ja, das macht Sinn. Da ist auch, witzigerweise. Das nicht. Ja, das okay, sind, das hat Klick gemacht. Es hat Klick gemacht. Das ist immer das gleiche, das ist fast immer das gleiche Muster, ne? Ich wollte auch gerade fragen, ist das immer das gleiche Muster, was die da uns zusammenbauen lassen? Jetzt macht schon Glück. So, der Rest ist schon. Oh. Na, hör mal. Läuft. Das ist aber auch ein schöner Mechanismus. Ja. Guck mal, ob der Stein da oben bleibt. Shadow and I came to a curious sort of an agreement. My lack of empathy has phased out any trace of fear. How did my monotonous self come closer and closer to the fact that nothing surprises me anymore? Have I lost my humanity? Not lost, but discovering its true potential. How far would you go, Andrew? How far would you go for her? I would fall into the darkest pit to save her. Ja, das... Be it. Oh, scheiße. Also sowas habe ich mir fast gedacht. Krass ist, dass der Typ irgendwie die ganze Zeit dem Mikro zuhält. So, wir sollen uns jetzt in den tiefsten Abgrund stürzen? Ach du Scheiße! Ah, Gott! Ja, alles für seine Tochter. Ich kann da jetzt ja nicht... Dadurch, dass du ihn spielst... ...und es seine Gedankengänge sind, müssen wir das ja wahrscheinlich durchziehen. Er kann doch da jetzt nicht rinlaufen, bin doch tot. Ja, also, soll ich mich jetzt da rinstürzen? Wenn er sagt, stürze ich in den tiefsten Abgrund? Ich würde ja, wenn wir die Funktion hätten bei YouTube, würde ich ja sagen, von wegen, wir machen eine Abstimmung und sollen die Kommentare entscheiden, beziehungsweise die Zuschauer. Aber die Funktion haben wir nicht, daher Rinder. YOLO! Oh Scheiße, kann ich hier noch was nehmen? Nein. Oh Kacke, lass mich.